Ja, ich gebe es zu, ich habe mir was gegönnt. Und zwar das hier. Das ist das Feldflaschenkonzept der Firma Keiss. Total leicht, weil es aus Titanium ist. Da ist ein Becher und eine Flasche und einfach alles dabei. Und wenn dich interessiert, was es kann, dann bleib dran. Hallo, willkommen, das ist der René Rosser vom Survival Shop über Lebenskunst. Schön, dass du dabei bist. Ja, da ist es nun, dieses Titanium oder Titan oder wie auch immer man das jetzt nennen mag, Konzept, Geschirr, Backerl von der Firma Keiss aus China. Und ja, das ist eine Feldflasche, Nierenform. Ja, mit einem schönen Verschluss, extrem leicht, da geht 1,1 Liter rein, also absolut riesig auch, was reingeht, und das ist federleicht, das spürt man überhaupt nicht. Dann ist dabei, hier in diesem Tragtaschel, das auch im Lieferumfang enthalten ist, da eine kleine Tasche, ja, ein Unterfach sozusagen, da ist ein Deckel, ja, und dieser Deckel, der passt 1:1 ganz genau drauf auf das schöne Ding hier. Nämlich den dazugehörigen Feldflaschen, Becher, und natürlich, eh ganz klar, ich meine, sonst wäre es ja langweilig, in diesen Feldflaschenbecher passt natürlich auch die dazugehörige Feldflasche rein, sonst wäre das Ganze sinnlos. Das gesamte Konzept ist cool, ist total toll und gefällt mir irrsinnig gut. Und ich habe es gesehen bei einem Kollegen und Freund und Teilnehmer von 100.000 Survival Trainings bei mir, beim Wolfgang aus Salzburg. Der hat sich das auch gegönnt. Und als ich mir dachte, das System ist voll super, das taugt mir auch. Weil immer, wenn wir unterwegs waren, hatte er das dabei. Und das kann man dann hier, so, jetzt kriege ich es natürlich im Vorführeffekt nicht schön rein, das ist ganz klar, aber ich erzähle trotzdem weiter. Er hat das immer bei den, wenn wir da herumgewandert sind und herumgegangen sind, hatte er das immer dabei. Hallo? So, aber jetzt! Ja, manchmal gehen die Sachen nicht so, wie man sich das vorstellt, aber hatte er das immer dabei, und ich habe das dann einmal aufgehoben und habe mir gedacht, das ist urleicht, weil du im Endeffekt nur das Gewicht des Wassers trägst, nämlich 1,1 Kilo plus eben ein bisschen was, und hast immer alles dabei, das ist super, kannst schön umhängen, ist wirklich alles wertig gemacht. Und da haben wir gedacht, super, ich brauche das auch, und gehe auf den Herrn Amazon. Dann hat es mich so gerissen. Was? Bist du fertig? So viel Geld für eine depperte Flasche? Und ich habe lange mit mir gehadert. Ja? Ein halbes Jahr habe ich gehadert mit mir, ob ich das ausgeben will oder nicht. Und ja, ich habe es halt dann getan und habe es bis jetzt noch nicht bereut. Ich habe es jetzt seit 2,5 Monaten im Einsatz. Und muss auch dazu sagen, dass ich auch schon darin gekocht habe, und zwar in dem Teil hier, ja, in diesem Teilchen hier. Man sieht, ich habe das jetzt dann wieder gereinigt, das geht eigentlich alles ganz gut runter, aber es bleiben ganz einfach Rückstände drauf. Aber das ist mir eigentlich egal, aber was mir dabei eigentlich nicht so gut gefällt, ist, dass das hier noch immer diesen Lagerfeuergeruch hat, und das steckt halt dann in dem Becher drinnen, aus dem ich raustrinke, und das habe ich noch für mich noch nicht richtig gelöst, wie ich mit dem umgehen kann, weil das geht mir ein bisschen am Wecker, da werde ich noch arbeiten dran, aber sonst bin ich von der Qualität, auch wenn man, das kostet auch wirklich einiges, überzeugt, das ist alles sehr gut verarbeitet, und ich werde es in den Langzeittest nehmen und ganz einfach, ja, mit dir dann ganz einfach teilen, ob ich auf eine bessere Variante gekommen bin, oder wenn du auf eine bessere Variante kommst, dieses Kochproblem in den Griff zu bekommen, dann mag ich dich ganz einfach bitten, mir das zu schreiben, das wäre sehr, 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 sehr nett. Ich werde dir auch darüber berichten, wie es mit der Dichtung ausschaut, wie lange die hält, ja, und ich transportiere das immer, ich lasse es immer offen, wenn ich kein Wasser drin habe, lasse ich das immer offen, weil ich schon gemerkt habe, besonders auch beim Auspacken, dass das ein bisschen ins Mirchteln anfängt. Mirchteln, das heißt riechen. Ich weiß nicht, gibt es wo du wohnst, auch irgendeinen lustigen Begriff für, wenn etwas zum Müffeln anfängt oder Bäckeln anfängt? Ja, ist in Ordnung, aber wenn ich das länger lagere oder transportiere, dann hänge ich mir im Endeffekt dieses Teilchen hier da drauf, damit da Luft reinkommt, damit das nicht so ins Miefen anfängt. Ja, ganz einfach. Aber ich mag dir mal einen Kommentar bitten, ob du das im Einsatz hast und ob du eine Lösung für mich hast, wie ich das mit diesem Kochen, und dann stecke ich das, was ich gekocht habe, da in den Becher rein. Vielleicht willst du mir da was erzählen. Das wäre einfach toll. Link zum Produkt findest du unten. Ja, sag danke, Abo, paar andere Videos zum Anschauen, Daumen nach oben oder nach unten, wie du magst. Dein René Rossmann. Bis bald. Ciao.